Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin hier im Gebäude der Abschlussprüfung der Feuerteufel und heute kümmern wir uns mal hier um die ganzen Verbrannten, die hier unten auf uns warten. Und dazu habe ich ja hier diese 10mm bekommen, die will ich mal ausprobieren. Die habe ich beim ersten Mal nicht benutzt, als ich mit meinem Hauptcharakter hier durch bin. Und deswegen bin ich gespannt, was das Ding drauf hat. Da haben wir schon... Aha, das war wohl keiner. Ja, also so überragend finde ich die jetzt nicht, aber kann ich gedrückt halten? Oh. Das gefällt mir dann schon eher. Oh, in die Eier. Nehme ich mit, die Shotgun. Aber ich glaube, ich nehme auch selber die Shotgun mit. Ja, das rote Licht leuchtet. Also ist es an. Grubenleuchte. Voll cool, aber nicht so. Das ist komisch. Der Jäger der Verbrannten. Wir nehmen das hier auf, um unseren Abstieg ins Bergwerk Belchi Belchi für Traube? Die letzte Prüfung zu dokumentieren. Also, welche Prüfung? Ach so, richtig. Für die letzte Prüfung der Feuerteufel. Wir sollen da runter die Notbarke finden. Und nach Verbrannten ausschauen. Okay, also die Notbarke befindet sich ganz unten. Die habe ich beim ersten Mal vergessen, einfach zu aktivieren und bin wieder rausgerannt. Kinderspiel ist, warum hat da noch keiner diese Prüfung bestanden? Weil keiner so gut war wie wir. Wir Und wenn ich mich recht erinnere, ich habe irgendein Rezept gerade mitgenommen, keine Ahnung. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier auch direkt schon was zum Zerschrotten. Hier oben? Nee. Dann war das wohl woanders. Oh, Munition. Nehme ich mit. Da unten war nichts. Das hat nur reflektiert. Okay, gehen wir weiter. Und kümmern uns um die Verbrannten. Oh, da liegt noch einer. Nächstes Holoband. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Yeah, was eine Maschine. Die Aufnahme läuft. Das meine ich. Da ist mir das doch lieber. Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Der Rest hat es mit Kampfmut geschafft. Oh, da bist du. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt nochmal. Das ist Selbstmord. Zur Hölle, danach. Ich haue ab. Nein, du hast nicht ab. Du bleibst bei uns. So. Auf Reichweite kann ich ja die benutzen, dafür ist sie ja ganz gut. Draufgehen, bis wir alle tot sind? Ha, ohne mich. Frag mich, wie viele Shotguns ich noch weißt mitnehmen du, kann. Sei? Bei den Farmen angegriffen haben. Benimmst du dich wie ein Feigling? Ah, hier ist lang. Ich sollte auch mal Licht anmachen. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Tot. Wovon zum Teufel redest du? Ich habe es gesehen, Max. Die Verbrannten. Verbrannte mit einem Gewehr töten. Von allen Seiten attackiert. Tim und Andrew hielten die Stellung. Sie sagten, Sai soll ihnen den Rücken. Oh, Heilige. Hat er aber nicht. Er ist weggerannt, sodass ihre linke Flanke voll entblößt war. Darum hat es sie also erwischt. Bullshit! Hört auf damit. Okay, ich hab dich schon. Cool. Silvester, wenn du gehen willst, dann geh. Aber wir bleiben. Und wir haben die Wege hier garantiert alles ausgelöscht. Mein Gefühl war richtig, ich habe nicht mehr viel zum Schleppen. Selbst wenn du es schaffst. Und ich glaube, hier habe ich irgendwas gefunden. Genau, hier habe ich was ganz Cooles gefunden. Ich glaube, das war Uran, ne? Genau. Beide zur Hölle. Ich verschwinde hier. Ultrazit. Du lässt ihn wirklich gehen? Ja, Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Oh, da ist noch einer rechts. Glaube ich. Naja, wir müssen ja eh nochmal irgendwann zurück. Deswegen. Hallo! Stirb! Stirb! Jetzt! Wo bist du denn? Oh, Heilige! Jetzt ist er mal gut hier. So, was? Wo sind denn die anderen? Hab ich den so weggefetzt, dass der weggeflogen ist? Meint mir so. Hm. Ja, das war ach, hier. Eine geht auf jeden Fall noch. 192 Patronen, das ist gut. Da sind wir noch mal ein bisschen fies. Wir nehmen das. Yeah. Multikill.
Bin überladen. Waffen. Bin unterladen. Nehme ich mit. Nahrung. Ach, hier unten sind wir ja schon. Und da haben wir was zum Zerstören. Mache ich das doch mal. Oh ja, eine Bastelbergbank. Wunderbar. Schmutziges Wasser. Ja, 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 ja. Das Schwere wird hier wahrscheinlich eh die Shotgun sein. Nicht zu schnell. So, dann kann ich hier die auch nochmal mitnehmen. Ups. Warte, wo war denn? Ach, hier oben war es, ne? Nee. Ach, Quatsch. Ich habe eine Tüte fallen lassen. Da ist sie doch. Pumpgun. Ach, ich habe nur eine fallen lassen. Genau, jetzt will ich... Ach, Quatsch. Genau. Nee, war richtig. Ich will nämlich mal so dran, weil ich kann mir auch hier verschiedene Munition herstellen. Schrotpatronen gehen eigentlich immer. 308er geht nicht. Einmal Schrotpatronen ist gemacht. Okay, dann... Au, 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 au. Kommt zu mir, liebe Gegner. Was für ein Loch. Ist ziemlich ruhig. Ziemlich ruhig. Wir müssen da hinten rüber. So. Hier haben wir nochmal ein Safe. Brandaxt, die will ich behalten. Sind wir auch nicht an jeder Ecke, glaube ich. Oh, Fusionskern. Und eine Laserpistole, die nehme ich auch mit. Die werde ich aber gleich verschrotten, weil dann kann ich ja neue Sachen machen. Ich habe ja schon mal eine Laserpistole gefunden. Also werde ich auch die hier verschrotten können. Okay. Blechdose. Dann aktivieren wir gleich mal die Notbarke hier. Aufbereitetes Wasser. Brandaxt, da haben wir noch eine zweite. Bevor ich aktiviere, warte ich mal kurz. Hörten wir seine Schreie durch die Mine hallen. Nur Rita und ich sind übrig. Trotz aller Gefahren haben wir irgendwie die Notbarke erreicht. Wir haben es geschafft. Ach Gott. Was passiert, wenn wir das Signal aktivieren? So. Keine Ahnung. Na ja, wir sollten wohl wunderbar ein Hinweis von Melody Larkin erhalten, wie wir hier hinauskommen. Keinen Grund, hier rumzustehen und abzuwarten. Drück drauf. Ach, hier habe ich die her. Die. Hier die. Schwarzpulverpistole. Ah, hier war die. Da geht's ab. In dieser Nachricht, in dieser Meldung. Oh mein mal ab. Gott. Sie sind überall. Ich. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber wir hört sind nicht gut an. So weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Da hast du recht, Max. Oh. Ah, trotzdem noch erwischt. Falls wir es nicht rausschaffen. Rita, du sollst wissen, dass es mir eine große Ehre war. Ja, ja. Ebenso. Und jetzt zeigen wir diesen Verbrannten, was es bedeutet, ein echter Feuerteufel zu sein. Los geht's. Bewerberaufgabe erfolgreich durchgeführt. Kehren Sie zum Abschluss der... Da war doch gerade einer. ...an die Oberfläche zurück. Oh. Okay, letztes Mal war nur einer, aber da habe ich auch zu zweit gespielt. Da ist nämlich jemand vorgelaufen gewesen. Aber auch mit denen werde ich fertig. So. Machete. Kann ich auch zerschrotten. Ja, nehme ich alles mit. Machete. Und hier war noch einer.
alles mal gerade verschrotten und dann hauen wir hier ab. Machete, Machete. Zweimal Jagdgewehr. 10 mm. Los geht's. Abhauen. Oh, ich sollte mich unbedingt heilen. Mhm. So, wir können nämlich hier, können wir wieder hochrennen. Und kommen dann auf der anderen Schiene wieder raus. Das ist das ganz Coole. Damit ist mir auch die Entscheidung abgenommen geworden, am Anfang mich für eine Richtung zu entscheiden. FedEx. Lego ein bisschen. Ja. Okay, Waffenwerkmarkt. Da wollte ich sowieso mal dran. Ganz klar, dass unten kein ist, aber wenn hier schon eine ist, dann gehe ich doch auch mal gerade hier ran. Achso, warte mal. Falsch. Y war's. Genau. Ich will meine Pumpgun hier mal gucken. Nukleares Material. Heilige. Da habe ich ganz gut das auch. Ja. Okay. Warte mal. Ich muss die aber alle reparieren. Okay. Cool. Was kann man denn... Ah, okay. Keine Verbesserung. Mhm. Da könnt ihr auch mal ein bisschen was aufrüsten, ne? Aha. Aber geht ja auch nicht viel. Ah ja, okay. Auf geht's. Ich glaube, ein paar Gegner werde ich jetzt noch hier auf dem Weg finden. Da haben wir auch schon einen. Weg mit deinem Sichel. Ach da. Doch. Also hier kriegt man gut Pumpgun-Munition. Ach hier, Laborstation. Kann ich auch direkt mal dran gehen. Ja. Kann ich auch direkt hier mitnehmen. Dann kann ich das mal gerade hier verschrotten. Ich habe ja auch gerade Waffen gesammelt. So. Ja, genau. Herstellen. Dann kann ich hier meine Stimpaks nochmal verdünnen, sofern ich denn Wasser habe. Das bezweifle ich sogar. Ah. Einmal reicht. Dann kann ich ja mal auch noch gerade nach unten gehen. Ich weiß nicht, was das mir das bringt. Ah, Heilung. Nee, passt nicht. Ah, da muss ich aber nochmal gerade runter. Bastelwerkbank, wenn ich die nochmal finde. Das kann einen Moment dauern. Und das ist ja jetzt sowieso nicht weit. Aber hier, siehst du mal. Wenn ich nicht zurückgelaufen bin, liege noch ein bisschen, komm. Dann habe ich ein bisschen was zu essen dabei. Hier kann ich abkürzen. Und dann kann ich hier abkürzen. So. Okay. Dann kann ich nämlich nochmal gucken, hier wegen der Munition gerade. Nee, reicht nicht für die 308, aber wieder für Shotgun. So. Oh. Ah, schade. Schade, schade. Und auf nach oben. Und Schlüssel, nee, will ich nicht. Okay. Okidoki. Kehre zu Bernie zurück. Genau, wir müssen jetzt wahrscheinlich zu diesem Roboter zurück. Dann weiß er Bescheid, dass wir da drin waren. Ja. Okay. Okidoki. Hier. Oh, da will ich nicht runter. Aber hier könnte irgendwas sein.
Aber ich glaube, hier unten war ich schon mal. Genau, außer heiß ist hier nichts. Ach, kann ich direkt hier lang gehen? Guck aber nochmal über die Brücke. Ja, da war nichts. Autsch. Okay. Hier geht's rum. Aha. Hätte ich auch da durchgehen können. Kommt auf selber bei hinaus, aber man weiß ja nie, ob man da noch was finden kann. Und hier sind wir wieder, wie gesagt, auf der zweiten Schiene, auf dem Weg nach draußen. Ach ja, cool. Ey, den habe ich durchsucht. Hier war ich noch nicht. Maschinenpistole. Die habe ich jetzt... Ich will mal gerade gucken. Maschinenpistole. Cool. Achso, man kann keine Favoriten mehr hinzufügen. Schade. Oder es gab da jetzt einen Grund für. Keine Ahnung, aber egal. Gehen wir mal zurück zu Bernie. Und dann gucken wir, was wir als nächstes machen müssen. Was das nächste Ziel ist. Und... raus hier. Du erkrankst, wenn Kreaturen dich angreifen, du rohe Nahrungsmittel isst, du in schmutzigem Wasser schwimmst, beziehungsweise es trinkst oder dich zu lange in gefährlichen Umgebungen aufhältst. Ja. Das als Glück in Flaschen verkaufte Daytripper verleiht dir einen vorübergehenden Bonus auf Charisma und Glück, schränkt währenddessen jedoch auch deine Stärke ein. Mhm. Gut, gut. Ja. Auch hier hat es wieder geklappt mit dem Ladebild. War wahrscheinlich einmalig. Alle Hallo. Prüfungen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gebe Einweisungs-Holoband aus. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zur Feuerwache. Charles. Also zurück. Okay. Willkommen bei den Feuerteufeln. Holoband. Das haben wir doch schon gehört. Willkommen bei den Feuerteufeln. Ah, hier. Melden. Hallo nochmal, Rekrut. Oh. Und herzlichen Glückwunsch. Wenn du das hörst, hast du dir deinen Platz bei den Feuerteufeln verdient. Begib dich zurück zur Feuerwache Charleston und lass dich vom diensthabenden Captain registrieren. Dadurch erhältst du Zugang zu unserem internen Computersystem. Sobald das erledigt ist, sollte dich der Captain deinem ersten Einsatz zuweisen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bewegung, Rekrut, und willkommen bei den Feuerteufeln. Was die Pick? Ey, komm. Was ist denn da hinten los? Lauf mal drauf zu. Geht voll die Post ab. Oh, ach, der ist in der Feuerwache, da muss ich sowieso rein. Wenn das so ist, dann trifft sich das ja gut. Was ist denn hier los? Ah, ja, bemerkt mich glaube ich nicht. Aber der bemerkt mich. Schön. Ja. Aufseher Logbuch, Feuerwache Charleston. Die Automatisierung hat früher das Leben in West Virginia bestimmt. Jetzt ist sie das Einzige, was noch da ist. Diese Trainingsprogramme der Responder. Wie viele Überlebende haben sie durchlaufen? Man muss es schon als seine Berufung ansehen, Munition. Wenn man freiwillig mitten in ein Feuer läuft. Leute rettet. Anscheinend haben sie sich das bewahrt. Feuerteufel sind hier die Feuerwehrmänner. Sie haben die Verbrannten bestimmt. Okay, Registrierkasse? Nee. Mehr als sonst jemand. Ich muss herausfinden, was sie wussten. So. Ah, lass mich hier ran. Ja, registrieren. Sehe ich jetzt gerade nicht. Nachrichtenarchiv. Achso, ja, das sind verschiedene Meldungen über die. Was hier so abgeht.
Gehe ich erstmal gerade durch wegen Aktualisierung, so wie die gerade. Lesen könnt ihr das ja dann gerne. Aha. So. Jetzt müsste ich doch... Achso, das war hier das. Okay, 10 Meter. Unten, nee, hinten. Okay. Ach, da unten ist der Spieler. Hier muss ich hin. Da gibt's was zu sagen. 800.000 Unterstützungsanfragen auf. Eine haben wir was zu tun. Und davon nur eine. Maria, Melody, wer auch immer da unten ist, hier spricht Madigan. Feuer, ich bin mit einem Bericht überfällig. Ich bin hier oben außerhalb von Top of the World und habe etwas gefunden. Was das wohl sein mag. Etwas, das alles verändern könnte. Frag mich nicht, wo ich das her habe. Aber ich brauche Verstärkung. Und zwar schnell. Die besten Schützen, die ihr entbehren könnt. Meldet euch so bald wie möglich auf dieser Frequenz. Madigan Ende. Ja, was? Sammleraufbereitet? Hä? Ach so. Das ist eine Feuerteufel-Quest, oder wie? Aber wenn das so ist. Kampfrüstung Brustteil. Oh, das scheint gut zu sein. Ich bin gleich schon wieder Level up. Kleidung, Kampfrüstung Brustteil. Ja, toll. Kann ich mir aber noch nicht anziehen. Feuer, Teufel, anwesend. Folge Madigans Spur. Zum Glück muss ich nicht da unten hin. Da musste ich mal hin. Was sind die? Wo ist denn hier Madigans? Ach, hier. Ja, wunderbar. Da müssen wir hin. Aber ich gehe erstmal nach Hause. Genau, das ist ein Bild, was ich da auch aufgenommen habe. Ja, cool. Damit ist das auch nicht gespoilert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das Spiel das weiß, wenn man schon mal in einem Gebiet war und nur dann die Bilder auf einem anderen Charakter zeigt. Ich weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall richtig cool gemacht. Keine Ahnung. Aber gut, ich reise ja auch... Oh, falsche Richtung. Ich reise ja auch nicht so viel schnell. Dass das irgendwie bis jetzt zu bemerken gewesen wäre. So, so. Genau, die Waffen packe ich alle rein. Ja, Waffen. Ich habe jetzt gerade die Hälfte voll von dem, was ich mitnehmen kann. Boah, cool. Stufe 20, okay, ist noch nicht. Ja komm, oder? Das hat ja sowieso nur... Hä? Dann lasse ich das an, das ist gut. Dann lasse ich das an. Oh, hau, hau, hau. Das ist viel. Dann kann alles rein, Hundefutter. Lego ein bisschen. Ja, ja, ja. Nein. Ja. By the way, packe ich noch ein paar. Da habe ich ja genug verdünnt. Also nochmal 4 rein. Kommen alle reinkommen. Heilmittel. Blutpakete. So, was ist denn hier noch so schwer? Wahrscheinlich. Habe ich hier noch... Oh, Ultraniterz. Vielleicht habe ich hier noch... ach ja, den ganzen Schrott. Genau, jetzt sieht es auch gut aus. So, dann kann ich jetzt mal gerade die Rezepte lernen, so wie immer. Oder war das hier? Bauplan. Bauplan war es hier. Moment. Notizen, Holus, Diverses. Ich glaube, da war's. Okay, dann können wir direkt auf den Weg, uns auf den Weg machen, da hinten rüber. So, los geht's. Wasser hält auch, das ist gut. Folge Madigans Spur. Ist das eigentlich eine Hauptaufgabe? Weil dann würde ich, ja. Dann würde ich vielleicht erstmal nur noch eine machen und mich dann an die Nebenaufgaben mal wagen. Und die so ein bisschen langsam abzuarbeiten. Weil auch die müssen erledigt werden. Mhm. Ui. Okay. Wird wieder ein langer Marsch werden hier.
Holz. Holz. Nochmal. Reicht. Mehr brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt verbraucht hatte. Oh. Jetzt müssen wir eine irgendwie eine richtig ausgefallene Bude bauen. Da hätte ich Bock drauf. Was ich auch mal gern bauen würde, wäre halt so ein Watchtower. Wie aus Firewatch. Also so ein. Ja, so ein Waldgebäude, wo man erstmal hochgehen muss und oben dann so ein rundherum ein Balkon geht und man dann so ein, ja, Mittelraum hat. Wo dann aber auch alles drin ist. Stimmt auch gemütlich. Wo gehe ich lang? Wo gehe ich lang? Ich gehe hier lang, komm. Wird für mich auf jeden Fall auch das erste Mal sein, dass ich da hinten hingehe, weil ab hier, bis hierhin habe ich wahrscheinlich gespielt und dann habe ich Nebenquests gemacht. Deswegen bin ich gespannt und hier haben wir wieder Zeugs. Kupfer. Und ein Spieler, ne, doch nicht. Kenn ich auch noch nicht. Den werde ich auch noch nicht kennen, weil da nicht mehr viel übrig ist von Gesicht. Und da ist der nächste. Geh mir aus dem Weg. Greifst du mich an, dann greife ich zurück an. Scheiß Vieh. Okay. La la la. Auf jeden Fall cool, diese Rüstung. Achso, ich bin noch nie um Ecken gelaufen dabei. Jetzt kenne ich, dass die Kamera sich dann so mitbewegt. Sehr gemütlich hier. Hier haben wir nichts. Ach ja, was haben wir denn hier? Achso, noch nicht entdeckt von mir. Hier waren wir auch noch nie anscheinend. Tigard Wasseraufbereitung. Gut, gut. Oh, Heilige. Oh, ich schreck mich doch nicht. Was ist mit dir passiert? Oh nee, komm. Erstmal nicht, da gehen wir ein andermal rein. Schieß nicht auf mich. Oh oh. Warte, ich muss eh hier rein. Ach krass, ich muss in die Wasseraufbereitung. Ich dachte. Nee, da gehen wir erst hin. Ach so, untersuche den wo. Ah, ich verstehe. Das ist gerade dazugekommen. Wollte schon sagen. Daten, Nebenquests. Das ist eine Hauptquest? Nee. Hä? Wo unterzählt das denn? Wir gehen mir ganz schön auf die Nerven, ne? Schieß gleich zurück. Lasst mich in Ruhe. Aber wird irgendwann wohl seinen Eintrag finden hier. Jetzt gerade anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ups. Oder warte mal. Nö, ich kann gar nicht scrollen. Okay, habe ich schon gedacht, ich könnte hier vielleicht scrollen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Top of the World Radio Signal gefunden. Das könnte Top of the World sein. Ah, das ist es ganz bestimmt. Das wird dieses Top of the World sein. Finde ich cool. Vielleicht sehe ich da ein paar Atombomben. Wer weiß, wer weiß. Vorsicht. Oh, was haben wir denn hier? Zwei Gräber. Okay. Interessant. Dazu sage ich mal nichts. Rechts ist eine Aussichtsplattform. Okay. Jetzt schnell zu Top of the World. Wo muss ich denn hier lang? Schwierig. Immer diese Klippen, die einen nicht dahin lassen. Entdecke Savage Divine.
Oha, das sind ein paar Klippen hier. Aber hier komme ich hoch, das ist gut. Dann bin ich schon mal ein bisschen höher. Die Frage, wie weit ich hier lang komme. Naja, sieht gut aus. Ah, es sieht auch aus wie ein, wie ein Wanderweg hier. Ach so, krass. Krass, cool. Da wären sie fast entkommen. Aber wir wissen, es gibt kein Entkommen von dieser Apokalypse. Oder nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ob in Fallout überhaupt, ob es überhaupt Menschen gab, die so überlebt haben nach der Apokalypse. Es gibt ja Ghule, das weiß man ja, und Supermutanten. Und nicht nur Böse. Es ist nur die Frage, ob es auch Menschen gab, die so überlebt haben, ohne sich verwandelt zu haben. Aber sehr wahrscheinlich. Oh ja. Mehr brauche ich nicht. Für eine alte Jeep hier. Schwarzgebrannter. Und Gasmaske gönne ich mir. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie abgenutzt werden. Ich glaube schon. Kann man ja gerade gucken. Gasmaske. Genau, Zustand wird abgenutzt. Vielleicht sind wir da. Zumindest haben wir gleich schon mal einen Blick auf das Ganze. Ein paar Bäume hier. Ich sehe nicht wirklich was. Ich will jetzt sehen, was da kommt. Und ich muss mal gerade gucken, meine Kleidung. Okay, der Helm. Verliert Zustand. Da muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen drauf achten. Bei der Rüstung habe ich das ja nicht wirklich gemacht. Und da sieht man was. Da sieht man was. Wow. Groß. Oh, heilige. Oh, ich habe nichts anderes ausgerüstet. Nein, geh doch weg. So. Oh, heilen. Mann. Lästigen Roboter hier. Und immer noch einer hier unterwegs. Ach, hier im Lager sind die. Okay. So. Gut, dann würde ich aber jetzt hier erstmal Schluss machen. Wir haben schon mal so ein bisschen was gesehen von Top of the World. Ich werde da gleich hingehen. Ihr werdet das aber erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann hier wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen. Ich habe gerade 3 Aluminium gefunden. Das ist sehr gut. Und oh, hier ist eine schöne Aussicht zum Abschluss. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.